Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Euer Lukas wieder hier und heute zu der zumindest vorerst letzten Vorstellung eines Otto-Rutt-Schreibgerätes. Das waren jetzt die letzten, die ersten drei, die ich jetzt im Review hatte, und das ist der letzte von den dreien. Und zwar handelt es sich dabei um den Design 06. So, Verpackung braucht man diesmal nicht gesondert zeigen, da sich das 1 zu 1 wieder ähnelt. Also Stift oben drin in Plastikverpackung und unten drin dann Garantiekarte, kleine Broschüre, Putztuch und der Konverter. So, dann legen wir das mal beiseite und wir beschäftigen uns mit dem Design 06. Ja, genau, wie ihr schon sehen könnt, ist das Ganze hier in Weiß gehalten mit Roségold quasi vergoldet. Und ja, kurz zum Äußeren. Oben ist das OH-Logo drauf. Der Clip ist gefedert, also sitzt gut stramm, aber ist beweglich, also gefedert, wunderbar. Unten ist dann nichts, sondern nur eine polierte Fläche. Zierring mit einmal Germany und einmal Otto Hood draufstehend. Genau, dann also kurz zum Material. Das Ganze ist Aluminiumvollmaterial. Es wird im Anschluss eloxiert und mit mehreren Schichten Lack, also mit weißem Lack quasi überzogen. Danach abgeschliffen und poliert, dass das hier quasi die Glanzoptik erhält. Und alle Metallteile sind, wie schon erwähnt, also erstmal sind die aus Messing und dann hochwertig Rosé vergoldet. Sieht auch ganz edel aus, wäre jetzt in der Farbkombination meiner Meinung nach, auch wenn das jetzt vielleicht wieder klischee-denkmäßig kommt, aber ich denke, es ist eher in der Farbvariation was für die Frauen. Was ich sehr schön finde, eine halbe Drehung und schon sind wir quasi am eigentlichen Griffstück. Und hier sehen wir dann schon mal die Feder. OH, diesmal in der Stärke breit, dass wir wirklich mal so die gängigsten Federn gesehen haben. Tintenleiter 1 zu 1. Griffstück, wie gesagt, auch aus Messing, das heißt natürlich wieder Fingerabdrücke. Stört mich jetzt aber nicht. Dann schrauben wir mal den hinteren Part ab. Dort verbirgt sich dann in dem Fall ein Konverter von Otto Hood mit der Farbe Topaz. Müsste das zumindest sein. Und genau, also auch wieder relativ viele Drehungen, dass man das aufbekommt. Aber gut, so oft schraubt man das jetzt sowieso nicht auf, nur mal zum Tinte nachfüllen. Oder man kann natürlich auch Patronen benutzen, dann halt zum Patronen nachstecken. Ja, also Feder, Edelstahlfeder und Rosé vergoldet. Sieht sehr, sehr edel aus, sieht sehr, sehr schön aus. Hat was, ja. Genau, preislich 145 € liegen wir hier bei dem Füller. Und ja, ich finde, das ist er auch wert. Also der macht das, was er soll. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Also, das ist der Otto Hood Design 06 mit einer B-Feder. Sieht man auch, dass es eine B-Feder ist. Und zur Linienvarianz kommen wir auch gleich nochmal. So, als Tinte müsste das, also ich würde sagen, also es war vorher noch schwarz drin, deswegen kann das durchaus sein, dass sich das noch etwas überschattet, aber es müsste theoretisch die Pelikan Topaz sein. Genau, mein legendärer Satz in deutscher Rechtschreibung. So. Also schreibt wunderbar. Keine Aussetzer. Ich hatte mit dem auch wirklich keine Aussetzer während des normalen Alltags. Ich habe den natürlich für ein paar Tage getestet, dass ich auch sicher gehen kann, was ich ja vorstelle und wie meine Meinung dazu ist.
Also schreibt sehr, sehr schön. Linienvarianz kann man durchaus was rausholen mit ein bisschen Druck natürlich. Ganz ohne Druck funktioniert es nicht. Aber dann kann man hier durchaus die Feder auch wirklich noch breiter machen und so auch ein schönes Ergebnis rausholen. Ganz ohne Druck ist es fast M, würde ich sagen, wenn man wirklich ganz ohne Druck schreibt. Aber die meisten nehmen ja schon ein bisschen Druck zum Schreiben. Und man hat auch, also seitlich und so auch nochmal eine Linienvarianz. Auch das Überkopfschreiben funktioniert wunderbar. Also wer auch immer das benutzt, ich benutze es jetzt nicht, aber es gibt mit Sicherheit einige, die das benutzen oder zumindest manche. Und für die kann man sagen, das Ganze funktioniert. Und ja, er schreibt nicht zu nass. Also natürlich schon nicht trocken. Es ist eine B-Feder, da muss natürlich einiges an Tinte fließen. Aber da kenne ich durchaus einige B-Federn, die deutlich, deutlich nasser schreiben. Und so ist der wirklich angenehm zum Schreiben. Die meisten benutzen B-Federn ja grundsätzlich eher, um Unterschriften zu tätigen oder sowas, oder um Briefe jetzt zu schreiben, wo man ein bisschen Varianz haben möchte. Für die normalen Notizen benutzen, glaube ich, die wenigsten eine B-Feder. Und ja, von daher sollte da die Feuchtigkeit auch nicht stören. Ja, kurz meine Meinung zu dem Ganzen. Also, was ich persönlich wirklich gut finde, natürlich wieder gefederter Clip. Egal, ob man ihn benutzt oder nicht, ein gefederter Clip ist immer was sehr, sehr Schönes. Dann die ja, halbe, ist das überhaupt eine ganze, ja, doch, ist eine halbe Umdrehung genau. Und dann ist er offen, also wirklich schnell. Das heißt, man kann ihn rausholen, macht kurz so und dann kann man schon losschreiben. Wie auch bei den anderen zwei natürlich positiv erwähnt, dass der Konverter direkt mit dabei ist. Das ist für mich eigentlich so ein Punkt, den sollten sehr viel mehr Füllerhersteller berücksichtigen. Und ja, ansonsten, man kann natürlich auf der Otto Hood Website auch ganz viele Designs oder aus unterschiedlichen Designs nochmal wählen. Die Variante sieht, finde ich, relativ edel aus, edel schlicht. Schon, also meine, für mich wäre es jetzt nichts von der Farbkombination. Ich würde eher wahrscheinlich was Dunkleres nehmen. Aber grundsätzlich schöner Stift, schön ergonomisch, auch am Griffstück zu sehen. Also das passt sich ideal an. Man rutscht nicht weg, auch wenn man schwitzige Hände hat, weil einfach diese Rundung hier ist. Und dann besteht eigentlich nicht die Gefahr, dass man reinrutscht. Fässt sich super an, auch nach einer Seite schreiben immer noch bequem und gewichtsmäßig auch super, richtig gut ausbalanciert, nicht irgendwo zu schwer und also ja, schönes Schreibgerät. Verglichen mit den anderen, wenn ich jetzt mal so nach dem letzten Review von den jetzigen dreien, also dem Design 006, dem 03 und 04, vergleichen müsste, was ich jetzt nehmen würde. Ich würde wahrscheinlich das Design 04 nehmen, da mir das einfach am besten gefallen hat. Ja. Aber wie gesagt, auch der Stift sehr, sehr schön. Und nochmal ein ganz großes Dank an Otto Hood, die mir die Füller zur Verfügung gestellt haben für die Videos und zum Testen. Hat mir sehr geholfen, auch einfach mal eine neue Marke kennenzulernen, da ich davor mit Otto Hood noch nicht so viel zu tun hatte. Gehört natürlich, aber selbst benutzt noch nicht. Und jetzt konnte ich die alle testen und muss sagen, super Marke, schöne Designs und Qualität in Perfektion. Also ich hatte an keinem Füller qualitätsmäßig was auszusetzen. Material finde ich ist alles gut gewählt und es fühlt sich einfach alles wertig an und alles wie aus einem Guss. Also es fühlt sich nicht so an, wie als würde das da nicht hingehören, sondern es fühlt sich an, wie als wäre das genau so gemacht, genau dafür. Also super, ja. Ja, das soll es jetzt mit dem Schwärmen auch gewesen sein. Ich möchte das Video damit beenden für heute und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen und lasst gerne ein Abo da oder ein Like, je nachdem, was ihr noch nicht da gelassen habt. Und auch gerne einen Kommentar und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!